Hallihallo zusammen. Erstmal nicht erschrecken, wie ich gerade aussehe. Ich bin ziemlich aufgebläht durch meine Chemo, durch dieses Cortison. Bin selber auch sehr, sehr unglücklich damit, aber da muss ich jetzt leider durch. Aber darum geht es hier auch gar nicht. Es geht heute wieder um ein Chemopaket. Das habe ich gerade bekommen. Und zwar hat eine Freundin von mir ganz viele Silikonformen bestellt, weil wir möchten gerne die Weihnachtsgeschenke für ihre Familie zum Beispiel selbst angießen. Und das heißt, ich werde noch ein paar Figuren nachher angießen und das seht ihr dann am Schluss dieses Videos. Wenn ich genug Gips habe, das weiß ich nicht. Ja, ich gucke auch ein bisschen. Egal. Wie gesagt, es geht nicht um mich, es geht hier rum und wir packen das jetzt zusammen aus. Und am Ende des Videos seht ihr dann die Figuren, die ich angegossen habe, wo ich noch Gips für hatte. Okay, dann viel Spaß damit und ich wünsche euch alles Gute. So, und da geht es jetzt auch schon los. Also, es wird alles voll sein mit diesen Figuren, Silikonformen. Also fangen wir mal an. Das knistert jetzt sehr, sehr laut, also vielleicht ein bisschen leiser stellen. Ich kann nicht erkennen. Das Knistern ist natürlich. So. Ich kann natürlich nicht erkennen, um was für Formen es sich da handelt. Also das ist natürlich ganz schwierig jetzt rauszufinden, was das ist. Das heißt, wir können das nur angießen und dann beim Rausholen gucken, was es ist. Das machen wir, wie gesagt, zusammen. Ich werde am Ende dieses Videos versuchen, so viel wie möglich anzugießen. Kommt halt drauf an, wie viel Gips ich habe und was sie auch so verbrauchen. Also einmal das, was immer das ist, keine Ahnung. Ich werde das dann so machen. Ich zeige euch das und dann werde ich im Anschluss oder ich nummeriere 1. So, Nummer 1. Und in den Anschlussvideo werde ich dann die Nummer 1 gießen, wenn ich dann genug Gips habe. Versuchen wir es erstmal so. Hier ist eine kleinere Form. Das sieht aus wie Schleife. Das könnte ein Geschenk sein. Also das kann ich tatsächlich erkennen. Das ist so ein Geschenkpaket irgendwie. Das ist ja schwierig. Keine Ahnung. Die Überraschung kommt dann erst, wenn es angegossen ist. Das sieht leicht aus. Mal gucken, weil es ist so offen. Aber ich kriege das nicht auf. So. Home. Ja, das ist einfach. Das können wir irgendwann angießen. Weil ich nicht weiß, wie viel Gips ich habe. Was ist das denn? Ach, das ist keine Form. Das ist. Das ist. Blümchen. Ja, die sehen auch nicht schlecht aus, ne? Ja, halt Blümchen. Hier sind auch noch zwei Silikonformen. Also laut ihrer Aussage hat sie ganz viel bestellt. Nur bräuchten wir auch einen Gips dafür. Ein bisschen habe ich ja. Was ist das? Ja. Keine Ahnung. Müssen wir auch gucken, wie es angegossen aussieht. Noch keine. Ah, das weiß ich. Das ist eine nicht eine Vase, das ist so eine Art, ja, wie nennt man es jetzt? So, jetzt hast du der Deckel hier, das ist der Deckel oben drauf. Eine Art Schatulle.
Das sieht man. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das wird. Was haben wir hier? Liebe Kleine. Ach, war wieder die Kamera. So. Okay. Kann man das lesen? So. So. Ja, das ist auch süß. Dann ist hier noch so ein Häuschen. Ja, die sind ja niedlich. So ein Weihnachtsmann. Oder auch Nikolaus, ne? Und ein Rentier. Ja, die sind total süß. Das sieht bestimmt toll aus. Was ist das? Ja. Ja, ist auch nicht schlecht. Und so Rosen. Ja, süß. Was haben wir hier? Ich hoffe, das Filzern ist nicht so wahnsinnig laut. Da müsst ihr jetzt leider durch. So. Ja, das sieht aus wie so ein, ja, halt so ein Teller. Ein Teller. Noch so eine Religionsform. Was haben wir denn hier genau? Ah ja, das ist Halloween. Da haben wir hier Totenkopf. Hier sind so kleine Kürbisse. Ja, auch nicht schlecht, ne? Da kann man auch Schokolade machen oder Gummibärchen. Aber ich will ja Gipsfiguren machen, weil wir wollen ja, wie gesagt, so als Deko-Geschenke machen, ne? So Deko-Geschenke, was weiß ich, wie man das nennt. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Das ist so. Soll das sein? Meine Augen? Keine Ahnung. Müssen wir auch sehen, wenn es angegossen ist. So, was haben wir hier? Happy Birthday. Ja, auch nicht schlecht. Auch schön. Aber ich dachte, wir wollten was zu Weihnachten machen. Hat da noch. Oh, was ist denn hier? Oh. Kuschen. Das ist ja lieb. Ich fahre ja noch in die Reha und da brauche ich ja noch ein paar Sachen. Und unter anderem so Kuschen, die sind ja schön. Und vor allen Dingen, sie haben auch hier so eine, dass man nicht ausrutscht. Ja, wenn man dann durchs Zimmer schlendert, da in Jogginghose, die sind bestimmt total bequem. Ich habe schon so ähnliche, die hatte ich mir mal bei Rossmann gekauft. Das ist ja nett, hat sie wieder an mich gedacht. Ja, das ist super, kann ich gut gebrauchen für die Reha, die ja noch kommt. Ja, so, haben wir da noch was drin? Nö. Alles leer, alles leer. Gut. Ja, dann gucke ich mal, was ich so an Gips habe und das seht ihr hier im Anschluss. Das heißt, das Video wird dadurch natürlich etwas länger. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Ja, und dann gucke ich mal, wie viel Gips ich noch habe und dann fangen wir gleich an damit. So, ich habe jetzt mal erstmal die vier größeren Figuren oder vielmehr drei sind das ja rausgesucht. Wir fangen jetzt mal mit der ersten an, wo man also gar nicht erkennen kann, was das überhaupt ist. So, und zwar ist das diese hier, wo ich einfach nicht weiß, was das sein soll. Die gießen wir jetzt als erstes mal an. So, dafür benötige ich jetzt einmal eine weiche Schale und natürlich Gips. Ich wiege das nicht ab. Ich mache das immer nach, ja. Also ich werde das jetzt relativ voll machen, weil ich für die Figur auch viel benötige, so wie das aussieht. Ich nehme erstmal, ja, so fünf Löffel.
Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das sind. So, das nehme ich erstmal. Dann habe ich jetzt hier noch Wasser. So, und dann fangen wir mal an. Es könnte jetzt wieder anfangen zu knistern, wenn ich hier anfange zu rühren. Gehen das Wasser erstmal hinzu. Und füllen noch mal kurz auf, falls es nicht reicht. Das gluckert jetzt hier so ein bisschen. Dann nehmen wir einen Schneebesen und verrühren das erstmal. Oh ja, super. Wir machen. So sollte es natürlich nicht sein. Ich muss mal ganz kurz ein Tuch nehmen hier. So. So, natürlich hätte ich eine bessere Schale nehmen können, aber in der hier geht es einfach auch besser zu befüllen. Das ist halt nur so am Anfang, wenn man das anrühren muss. Aber wenn man so wie jetzt erstmal dann durchkommt, dann geht das auch besser. So, jetzt wird es langsam. Jetzt kann ich schon anfangen, das so ein bisschen besser zu verrühren. Ich muss auch mal alles mitkriegen, damit wir auch wirklich alles schön hier mit unterkriegen. Und das ist auch gibt's, was relativ schnell fest wird. Ist auch ein bisschen dickflüssig noch, da können noch ein bisschen Wasser rein. So ein wenig. So. So. Dann wollen wir mal hoffen, dass das jetzt für diese Figur auch ausreicht. So. Machen wir kurz Pause, einen neuen Schnitt. Erstmal gebe ich hier nur so ein bisschen rein. So. Weil ich einfach nicht weiß, wie sich das hier unten verteilen muss. Weil ich diese Figur einfach nicht erkennen kann. Dann drücke ich das so ein bisschen zusammen, dass das auch wirklich überall hinkommt. Und hau jetzt schon praktisch die Blasen aus dem, dass sie hochsteigen können, die Blasen. Dann kommen schon welche hoch. Das mache ich jetzt mal kurz. So, jetzt fülle ich das mal weiter auf. Ja, das wird schon sehr, sehr dickflüssig jetzt. So. Dann geht es noch irgendwie rein. Hier sind auch so kleine Rillen. Sehr wackelige Geschichte. Bin selber ganz überrascht, was es dann ergibt. Ne? Also, sie hat zwar gesagt, sie hat Figuren bestellt, aber mich würde mal interessieren, was das sein soll hier. So, was sind das hier? Klumpen? Ich hoffe nicht. Ich muss mal kurz was nehmen. Dann muss ich mal gucken, dass hier Klumpen sind. Nein, okay, das ist gut. Aber wir müssen noch die Blasen halt hier rausschlagen. Ich hoffe, man hat jetzt hier nicht mein Glatze ganze Zeit gesehen. Hier sind überall noch so Blasen. Schwierig. Da steigen noch so einige Blasen hoch und das mache ich jetzt erstmal weiter. So, jetzt muss ich aber hier nochmal schnell den Rest verarbeiten. Muss ich noch ein bisschen Wasser zugeben, weil es schon etwas dickflüssiger ist, weil das ja immer fester wird. Und ich habe ja noch was, das reicht noch für das hier, was immer das auch ist. Das sieht aus wie so ein Gesicht oder so. Da geben wir jetzt mal den Rest rein. Und für die anderen beiden Sachen muss ich dann wieder was Neues anrühren. So. Hierfür reicht das auf alle Fälle. Könnt ihr das überhaupt sehen? Nee, oh, da oben. So. Das gehen wir jetzt mal hier. Was immer das ist, sieht aus wie so ein Gesicht irgendwie. Hier oben, das sieht aus wie so zwei Augen. Uah, zu viel. So. So. Das ist natürlich doof jetzt. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was abstreichen.
Nicht wirklich, ne? Ach ja, ich wieder hier. Ich muss ja immer rumschmaddern. Ohne geht nicht. So, auch hier wieder die Blasen ausschlagen. Bisschen eine flache Figur, da geht das, aber hier bei der hohen, da werden, glaube ich, ein paar Blasen sein, weil ich kriege die hier nicht raus. Ich mache da erstmal weiter. So, dann werde ich mal diese nächste hier anrühren. Das heißt, ich werde mal ganz schnell Gips anrühren. So, dann wollen wir mal hoffen, dass das reicht. Was immer das ist, wie gesagt, kann ich auch nichts erkennen. Es ist ein bisschen sehr dickflüssig. So, und jetzt füllen wir den Rest hier auf. Jetzt müssen wir da wieder Blasen rausschlagen. Das dauert wieder ein bisschen, aber ich werde das hier noch ganz schnell angießen gleich, bevor das Gips wieder dick wird. So, als erstes werde ich mal diesen Deckel hier angießen. So. Ein bisschen, glaube ich. Ihr seht, glaube ich, mal ganz Zeit meine Glatze. Das geht ja gar nicht. So, das muss ich rausschneiden. So, ich habe das jetzt hier aufgegossen. Das ist der Deckel von der Vase. Auch wieder ein bisschen Blasen so rausschlagen. Und jetzt brauchen wir die Vase. Dafür muss ich noch mal anmischen. So, jetzt werden wir das angießen. Ich gehe davon aus, dass das hier reinkommt, weil das würde ja keinen Sinn ergeben. Also, dann kippen wir das mal hier rein, ganz vorsichtig. Ah, das ist schon wieder so dickflüssig. Dann muss ich noch mal bisschen verdünnen. Das ist zu schnell dick geworden. Eieiei. Da muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. So, weil das wird ja sehr, sehr schnell fest, klopfe ich das erstmal kurz runter. Weil das braucht zum Aushärten auch nur 30 bis 45 Minuten. Und hier muss man halt immer sehr, sehr schnell arbeiten. Es hat nur 6 Minuten Zeit. Ich wusste nicht, dass das so schnell dick wird. So, jetzt mal ein bisschen reingehen, schnell. So. Und auch hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich klopfe das jetzt erstmal nach unten und fülle weiter auf. Und auch hier mache ich das jetzt nochmal. So. Mal gucken, ob das was wird. Und weiter auffüllen. Das wird schon wieder dick. Ja. Aber wenn ich da jetzt nochmal Wasser reingebe, dann hat das ja verschiedene Schichten höchstwahrscheinlich. Das ist natürlich nicht so schön. So. Interessant. So, die ersten Figuren darf man ja ruhig versauen, habe ich mal gehört. So, ich klopfe das trotzdem, auch wenn es nicht so einfach ist, weiter nach unten. Und jetzt klopfen wir wieder ein bisschen die Blasen nach oben. Das Witzige ist bei der Figur, man kann hier von außen diese Blasen sehen. Und leider, so wie es aussieht, man kriegt die auch nicht richtig rausgeklopft. Wird diese Vase, ach, das ist ja keine Vase, das ist ja irgendwas anderes. Wie nennt man das denn jetzt? Na, ist ja egal. Wird natürlich viele Blasen haben, soweit ich das jetzt schon beurteilen kann. Kann ich hier einen Wolf kloppen? Also ich sehe diese Blasen hier.
Man bräuchte so eine Rüttelmaschine. Tja, na ist egal, das ist der erste Versuch und es ist schließlich handgemacht. Da darf sich dann keiner beschweren. So, ich habe hier natürlich immer noch was drin. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder dicker. Das muss ich noch mal verdünnen. So viel habe ich da ja jetzt nicht drin. Deswegen werde ich hier diese Rosen auch noch mal angießen. Und dann schauen wir mal. Also ich habe jetzt einfach noch mal ein bisschen Wasser hier zugegeben und das dann wieder ein bisschen flüssiger gemacht. Ja, und das andere, das gieße ich dann andermal an. So. Zwar jetzt sehr dünn, aber wie gesagt, einfach stehen lassen. Ja. So. Da sieht man ja, was es ist, aber weil ich das jetzt gerade noch über habe, haben wir das jetzt auch noch mal angegossen. Und wir gucken dann auch mal, wie leicht sich das entfernen lässt. Ich habe immer noch was, also nehmen wir noch Happy Birthday. Ne, wir machen ja hier Resteverbrauchs ungefähr. So, ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. Dann gießen wir das auch noch mal an hier. So. Und ich habe immer noch was. Ich bin selber ganz gespannt, wie das alles aussieht, wenn wir es nachher rauspulen. Das seht ihr ja dann gleich. Ich habe immer noch was. Was nehme ich denn da jetzt? Ja. So, ja, das mit dem Haus ist ja klar. Hier, ob das reicht noch? Nee, das reicht, glaube ich, nicht mehr. Ich versuche es mal, aber ich glaube, das reicht. Nee, das reicht, glaube ich, nicht mehr. Wir schauen mal. So, ihr seht ja gar nicht, was ich jetzt genommen habe, ne? So, ich mal hier hin. Ich habe jetzt hier noch frohe Weihnachten praktisch genommen. Mal gucken, ob es noch reicht, aber ich glaube, es reicht nicht mehr. Wir probieren es mal aus. Ob es noch reicht. Na, das sieht nicht gut aus. Ah, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Seht ihr jetzt höchstwahrscheinlich nicht, was ich hier gerade so habe. Aber ich kratze praktisch einen Rest aus meiner Schüssel. So, und schaukeln wir das doch einfach mal vor. Das reicht doch. So, ein bisschen. Aber es muss hier oben noch ein bisschen hin. So, das sieht gut aus. Ich gucke immer so weit mit dem Kopf runter und ich habe ja keine Haare. Also solltet ihr einen Schnitt haben, dann ist das genau die Stelle, wo ich meine Glatze dann in die Kamera halte. Und ich finde das sehr unangenehm, also, dass man das sehen kann. Und sollte ich jetzt da mit dem Kopf zu weit reingeraten sein, wundert euch nicht, dass da dann ein Schnitt ist, weil das schneide ich raus. Ich möchte nicht, dass man meinen glatzen Kopf da sieht. Auch hier haben wir natürlich wieder ordentlich Blasen drin, die sich ganz schwer. Ja, und der Kopf wieder. Mann, Gott, Mann, Mann, Mann. Ja, so. Ich klopfe hier noch ein bisschen die Blasen raus. Und dann könnt ihr gleich sehen, wenn ich die Figuren hier raushole. Ich meine, die sind ja relativ klar. Ich bin gespannt, was das hier sein soll. Und auch das. Keine Ahnung. Naja, und das Gesicht, wie das dann aussieht. Also bleibt dran, es geht gleich weiter. So, also es braucht immer so 30 bis 45 Minuten. Ihr könnt es auch so festmachen. Also wenn ihr das anfasst und das kühl ist, dann könnt ihr das rausnehmen. Wenn ihr aber spürt, da ist noch Wärme drin, dann wartet noch ein bisschen, vielleicht 10 Minuten oder so. Dann seid ihr wirklich auf Nummer sicher. Dann noch mein zweiter Tipp. Ich habe das ja hier angerührt. Das werde ich natürlich nicht hier unter Wasser dann ausspülen. Und zwar, ich lasse das trocken und dann kann ich das einfach nur so zusammendrücken. Und dann habe ich so Krümel. Und dann kann ich das ganz normal entsorgen und nicht ins Waschbecken geben, weil dann würde das ja irgendwann verstopfen. Das nur mal nebenbei. Dann noch mein Tipp. Nehmt Backpapier. Legt das immer drunter. Weil das könnt ihr dann mehrmals verwenden, wenn ihr jetzt so wie hier
ein bisschen fest habt. Das könnt ihr einfach nämlich abmachen und dann könnt ihr auch diese Krümel entsorgen und das Backpapier wieder verwenden. So, aber jetzt wollen wir das mal hier aus den Hüllen rausnehmen. Wie gesagt, bei der großen, das mache ich natürlich zum Schluss, weil ich, wie gesagt, sehr gespannt bin, was das ist. Und wir fangen jetzt erstmal mit den kleinen Teilen hier an. Schauen mal, ob das was geworden ist. Ja, guckt, Happy Birthday. Das sieht gut aus. Das ist so eine kleine Wolke. Den Rand könnte ich jetzt noch abbrechen. Ich lasse ihn aber erstmal dran. So, das ist das eine. Dann hatten wir dieses Merry Christmas. Ob das was geworden ist, schauen wir mal, weil ich glaube, das ist eigentlich nicht eine Form zum Gießen, aber wir schauen mal. Okay, das sieht schon gut aus. Das sieht mir aus wie so eine Schokoladenform oder so, aber scheint zu funktionieren. Ganz vorsichtig. Da. Ja, mal gucken. So. Ja, das sieht auch hübsch aus. Und hier ist so ein kleiner Aufhänger, da kann man einen Faden durch und könnte man das am Baum hängen. Das ist jetzt nicht schwer, aber es ist auch nicht leicht, ne? Aber es ist sehr, sehr schön geworden. Aber hier sind normal diese Blasen. Aber es fällt jetzt nicht so sehr auf. Das kann man auch wegschleifen. Aber gefällt mir auch sehr gut. Ja, dann haben wir hier noch diese Blumen. Das geht auch sehr, sehr leicht raus. Ja, super. Das sieht doch echt schön aus. Da kann man dann praktisch so ein kleines Tablett nehmen, das dann darauf kleben. Ja, das sieht auch sehr gut aus. Gefällt mir sehr gut. Ach so, und dann haben wir ja hier das Gesicht. Mal kurz weg. Mal das hier. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Mal kurz die Krümel hier abmachen. So. So. Ach, das ist gar kein Gesicht. Das ist ja lustig, das ist ein Mund und das sind höchstwahrscheinlich Kirschen. Niedlich. Aber was macht man damit? Ja, so viel zum Gesicht. Also, obwohl so rum, ne, wenn man jetzt hier so Punkte drauf malt, hat man zwei Augen. Sehr, sehr süß. Das hier ist auch sehr interessant. Ein bisschen hier die Krümel zur Seite. Bin ich auch gespannt. Ist noch ein bisschen. Nö, es geht. Da bin ich jetzt auch gespannt, was das ist. Mal das jetzt hier rausnehmen. Ein bisschen warm ist noch, aber wir nehmen es trotzdem raus. Interessant, seht ihr das? Ja. Oh nein! Das ist immer das lustig, weil man sieht das einfach nicht. Wenn man die Silikonform nur, da ist noch sehr warm. Okay, dann warten wir mit dem Großen, müssen wir noch ein bisschen warten. Sehr niedlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist ja süß. Ja, Mensch, super. Aber wenn man hier die Silikonform so sich anguckt, man weiß nicht, was das sein soll. Also ich hätte das jetzt nicht erkannt. Oh, total süß. Ja, dann warte ich mal. Das ist auch noch etwas warm. Also bei denen, obwohl hier, das ist kühl. Das können wir schon rausnehmen. Das ist ja der Deckel. Da bin ich mal gespannt. Ja, sehr schön. Das ist ein Deckel. Und zwar natürlich hier auch die Blasen. Das kann man nicht verhindern, aber es, wie gesagt, ist ja handgemacht. Dann bin ich gespannt, wie das dann aussieht. Da warten wir noch ein bisschen. Geht gleich weiter. So, weiter geht's. Wir nehmen jetzt mal das hier. Mal gucken, ob wir das überhaupt hier irgendwie lösen können. Auch immer so eine Sache, sehr, sehr eng, aber wir rollen das jetzt mal. Nicht Pech habe, zerbricht es.
Das ist nicht so einfach hier rauszukriegen. Oh, genau. Wir hauen mal wieder gegen die Kamera, aber das kennt er ja mittlerweile schon. So, es ist nicht so einfach. Vor allen Dingen, man muss es immer auch noch festhalten, dass es nicht runterfällt. Das hier, das kann man dann auch noch so abschleifen mit so einem Schleifschwamm. Das geht ganz gut. So, jetzt nehmen wir es vorsichtig runter. So. Jetzt muss das da auch nur noch raus. Sieht nicht gerade sehr rund aus, ne? So ein bisschen oval. Da wird der Deckel höchstwahrscheinlich gar nicht drauf passen. Aber wir probieren es mal aus. Wo habe ich denn den Deckel gelassen hier? Gut, da muss man natürlich dann wirklich aufpassen, so beim Gießen, dass das nicht so eine ovale Form annimmt. Aber wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich diese Dose hier gegossen habe. Aber sonst ist das bestimmt hübsch mit dem Deckel, ne? Also wie gesagt, das ist jetzt. Ja, nächstes Mal wird es besser, weil man sieht ja jetzt den Fehler. Da muss man eben ein bisschen darauf achten, dass die Silikonform entsprechend oben auch rund ist. Aber sehr, sehr hübsch findet ihr nicht. Und ich wieder gegen diese Kamera. Also ich finde das sehr hübsch. So, und jetzt da, kommen wir mal zu diesem großen Teil da. So, alles ausgepackt. Ja, das ist jetzt das Letzte. Da bin ich immer gespannt, was das sein soll. Erstmal runter. Oh, ist noch gar nicht so einfach. Ugh. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Ah, hier kann man da. Ach, guck. Ey, was ist das? Interessant. Leider viele Blasen drin. Hier hinten fällt es natürlich nicht auf durch dieses Muster. Ja, und was ist das jetzt? Also hier habe ich Füße, ein Kleid, einmal Hände, nochmal Hände. Naja, es ist irgend so eine, ja, Fantasy-Figur. Da muss ich meine Freundin mal fragen, was das sein soll. Aber auch interessant, ne? Also, wie gesagt, mit der Form selber kann man ja nichts anfangen. Und es ist sehr spannend, wenn man es dann ja rausholt und dann sieht, was es ist. Ja, also den finde ich ja noch, den finde ich total zuckersüß. Ja, und das finde ich total niedlich. Also wie gesagt, man kann auch hier Augen machen, ne? Ja. Jeder kann das so machen, wie er möchte. Ja, das haben wir hier so ein paar Figuren. Also wenn jemand Interesse hat und eine abkaufen möchte, kann er mich gerne anschreiben. Vielleicht stelle ich sie auch bei eBay rein. Mal gucken. Aber ja. Entweder stelle ich sie bei eBay rein, dann findet ihr den Link unten unter diesem Video. Oder ihr tickert mich einfach an, wenn ihr Interesse habt, eine Figur. Ja, was heißt abkaufen? Sagen wir mal Spende. Eine Spende gegen Figur. Genau, so können wir das machen. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ja, sollte es wieder mal was zum Auspacken geben. Ich meine, kurz vor Weihnachten kann das natürlich immer passieren. Dann. Ja, abonniert meinen Kanal und ansonsten sage ich schönen Tag und ja, macht das gerne nach. Das macht echt Spaß, ist sehr entspannt und ja, man kann sie auch, auch anmalen. Es macht dann natürlich auch mit Kindern zusammen ganz viel Spaß. Die sind jetzt natürlich unbehandelt und könnten auch noch dementsprechend angemalt werden. Okay, dann wünsche ich euch was. Schönen Tag euch. Tschüss. So, wir waren natürlich fleißig. Wir haben natürlich auch ein paar andere Silikonformen. Ja, dann haben wir hier versucht, so ein Teelicht zu machen. Das war eigentlich eine Muffinform. Die Vase ist misslungen hier. Die Vase von den Blumen leider verfärbt, aber ansonsten eine sehr schöne Vase. Hier ist es nicht so gut angegangen. Ja, das hier passt natürlich zu dieser komischen Figur. Das ist normalerweise. Das hier eine Kerze. Kerze ist aber sehr, sehr schwierig. Ich zeige sie euch mal. Denn auch da, wenn man das aus der Form holt, bricht mal was weg, so wie hier der Finger, der ist leider weggebrochen. Ansonsten eigentlich eine schöne Kerze. Dann haben wir versucht, daraus so eine Art Teelicht zu machen.
Da haben wir das auch eingearbeitet bekommen, aber das zähle ich nicht mehr raus. Das sind alles so Sachen, die man eben mal ausprobieren muss. Dann haben wir hier nochmal versucht mit dieser Muffinform. Das natürlich hat sich das zerbogen. Da könnte man jetzt hier oben auch so ein Teelicht reintun. Was haben wir noch gemacht? Ach ja, was ich heute noch gemacht habe. Dann hier die ganzen Buddha-Figuren. Dann haben wir hier hinten diesen Untersetzer und drei Herzen. Die ist auch total süß, die Figur. Ja, das sind eigentlich so. Die hatte ich mal genutzt hier, um mir Gummibärchen zu machen. Haben wir auch angegossen. Ja, dann haben wir hier noch was. Ja, hier hinten ist ja der Weihnachtsmann. Der ist total süß. Und auch hier frohe Weihnachten. Und diese Elche, ne? Die Elche, die sind auch so putzig. Die finde ich so süß. Guckt euch die mal an hier. Total süßes Gesicht. Natürlich auch mit Blasen, kann man nicht ändern, wie gesagt. Aber auch hinten so, ne? Ist total niedlich. Das kann man sehr gut für Deko nutzen. Ja, dann haben wir ja hier diese etwas misslungene Dose. Und ja, hier waren ja diese Rosen. Dann haben wir hier noch so einen Untersetzer. Auch ein bisschen versucht, so ein Muster reinzubringen. Ja, das ist nicht so gut geworden. Aber das hier ist eigentlich ganz schön geworden. Ne, da haben wir auch hier so ein Muster. Finde ich richtig schön. Ja, und das kann man halt alles damit machen, mit diesen ganzen Silikonformen. Man könnte es noch anmalen oder hier aufkleben. Ne, könnte man auch machen. Da muss man sich halt ein bisschen was einfallen lassen oder auch hier so irgendwie vielleicht anbringen. Ja, mal schauen. Dann gibt es ja auch noch eine ganz normale runde Form. Da kann man auch irgendwas draufbringen. Ja, und da ist wieder dieses andersrum, ne? So, dieser Mund mit Kirschen, glaube ich. Ja. Ja, das haben wir jetzt schon alles gemacht. Und ja, dann können wir da bald entweder anmalen, aber wir lassen es einfach so, wie es ist. Und wir probieren es noch ein bisschen aus, aber dann haben wir immer so ein kleines Mitbringsel. Also, das finde ich eigentlich ganz schön, die Idee. Wenn man das erstmal hat, braucht man das ja nicht mehr kaufen, ne? Also, man hat es zu Hause und kann dann immer entsprechend kleine Geschenkchen machen. Ja, das war es jetzt aber wirklich für heute.